Ende August 2011 waren wir unterwegs mit dem Auto, zum Beispiel im Lewitz-Camp Garwitz, das ist in der Nähe von Parchim, genau heißt der Ort Matzlow, Garwitz. Und hier haben wir etwas gefunden, was es eigentlich so gar nicht mehr gibt. Einen Campingplatz, sehr einfach, aber mit allem, was man braucht und für uns alleine. Der Hund kann hier frei rumspringen, man kann sich im Tipi niederlassen. Gut, natürlich kostet alles Geld, aber es ist sehr günstig im Vergleich zu anderen Preisen hier. Wir haben uns hier einen Wohnwagen mieten können. Der Besitzer, Mario Gürtler, der hat uns auch Decken gebracht. Es ist hier absolute Ruhe. Hier ist ein Wasserwanderweg, der auch mit Motorbooten befahren werden kann. Wir sind hier in der Nähe der Mecklenburgischen Seenplatte. Wir sehen hier einen Haufen Enten. Es ist alles total idyllisch. Und wir gehen jetzt mal weiter und schauen uns die einzelnen Sachen an. Das Tipi ist also wirklich groß genug, dass da ganze Gruppen reinpassen. Da kostet, glaube ich, die Übernachtung 35 Euro. Man kann sich einen Grill mieten, man hat eine Wasserstelle, man hat Möglichkeiten für die Kinder. Hier ist eine Wasserentnahmestelle. Ja. Alles, wie gesagt, einfach, aber bestens. Hier ist ein Waschplatz, da drin sind Waschbecken, hier sind Unterkünfte, Feuerstelle, großer Grill, Wäschetrockner, jede Menge Kanus zum Ausleihen, der Tag 25 Euro. Hier der Küchenwagen mit Geschirr, ach, locker 30 Leute. Der Wohnwagen vom Chef, unser Auto, unsere Unterkunft, ein Bauwagen drinnen, drei Betten, ein Tisch, man sieht da noch den Ofen, sehr einfach, aber stabile Betten, passen also auch die etwas schwereren Kaliber rein, auch noch einen Wohnwagen zu vermieten. Sie hören im Hintergrund die Tauben. Hier, unser Hund, der hier wirklich das Paradies hat. Wir haben so gesagt, das ist eine Reha für einen Hund. Der springt im Allgemeinen hier frei rum. Ab und zu bellt er halt irgendein Viech an, dann haben wir ihn mal wieder hingehängt, weil wir nicht wussten, ob jemand kommt oder nicht. Wenn jemand kommt, sind es meistens nur Bootsanleger. Duschen, beziehungsweise eine Dusche, Toiletten getrennt. Ganz links hier noch Plumpsklos, der Abfall auch getrennt, Grillschalen, Grills, nebenbei repariert ein Boot. Also es ist hier wirklich wunderbar, sowas von ruhig und mitten in der Pampas, trotzdem mit allem, was man braucht. Gasherd da, Kühlschrank mit Gefrierfach. Toiletten, ein wunderschöner Rastplatz, ein wunderschöner Campingplatz. Hier kann man es also echt toll aushalten. Das war unser Bericht. Sehr empfehlenswert. Vorbeikommen. Hier haben wir mal so Preise. Vielleicht sieht man es ja. Weiter vorne ist eine Bootsschleuse. Und zum Abschluss die Platzordnung. Unsere Empfehlung, wem es einfach genügt, der ist hier sehr gut aufgehoben. Und wer es etwas komfortabler und luxuriöser haben will, zum Beispiel einen eigenen Ferienhaus Bungalow, 300 Meter weiter, LD
Park auch sehr ruhig. Tschüss.